Hey, hier ist Fiona und ihr hört gerade meine Sendung vom SAEK, Radio Campus 2019. Wusstet ihr schon, wer die Gewinnspiele im Radio macht? Wir durften das Radiozentrum in Leipzig besuchen. Da haben wir Heiner Großkreuz getroffen. Er ist Teamleiter in der On-Air-Kommunikation. Das sind zum Beispiel Gewinnspiele. Hören wir doch mal, was alles zu seinen Aufgaben gehört. Maßgeblich zu den Aufgaben gehört eigentlich alles, was so mit Werbung zu tun hat, abzustimmen, zu gucken, was für Gewinnspiele wir im Radio auch machen können, mit Werbekunden und so weiter und so fort. Da setzen wir uns dann quasi mit den Programmchefs zusammen, mit den Redaktionen zusammen, denken uns das Ganze dann aus. Wenn das dann fertig ist, muss das ja auch irgendwie an den Kunden transportiert werden. Das heißt, letzten Endes gibt es ja hier die Kollegen aus der Vermarktung, denen geben wir dann unsere Ideen zu dem Gewinnspiel. Und wenn das dann alles klappt, hoffen wir einfach mal, dass der Kunde die Idee gut findet, die dann irgendwann wieder im Radio landet, dass der Kunde unterschreibt, wir ein bisschen Geld verdienen. Und dann kümmern wir uns noch um die ganzen anderen Abläufe. Moderatoren müssen gebrieft werden, die Dispo, die quasi die Werbespots einplanen, muss gebrieft werden. Dann hören wir uns auch immer die Aktion live nochmal ein bisschen an, ob das alles richtig ist, ob der Kunde richtig genannt wird. Und ja, wenn das dann funktioniert, sind wir dann eigentlich relativ happy. Was macht Ihnen an Ihrem Beruf am meisten Spaß? Freitag einen Computer auszumachen und dann nach Hause zu gehen. Nein, das ist tatsächlich ein kleiner Scherz, den wir immer mal so jedes Jahr wieder raushauen. Am meisten Spaß macht eigentlich wirklich, mit den ganzen Leuten zusammenzuarbeiten, dass wir mit vielen Abteilungen zu tun haben, dass es ganz unterschiedliche Geschichten gibt, immer neue Projekte, neue Aktionen, die wir starten können. Und ja, aber wie gesagt, meistens eigentlich wirklich, dass man jeden Tag mit tollen Leuten arbeiten kann, die alle Bock auf das eine haben, auf Radio zu machen. Und ja, dass man da halt, wie gesagt, auch zusammenkommt, sich mit denen austauscht und versucht auch irgendwie neue Möglichkeiten zu finden, das Radio irgendwie weiterzubringen. Das war Heiner Großkreuz vom Radiozentrum Leipzig. Danke fürs Zuhören.